Dann mal wieder raus. Zack. Ihr könnt ja mal wieder ausmachen hier. Wupp. Ich dachte schon. So, dann machen wir mal hier so Steintreppen. Ich glaube, wir haben auch noch Cleanstone, genau. Ach, das geht nur mit Kobbel? Okay. Das ist kein Problem, wir haben auch genug Kobbel dabei. 4 passt genau, mehr müssen es nicht sein. Ich dachte aber, es gäbe auch gemauerte. Vielleicht ist das ja mit diesen Rotsteinen möglich, mit den Backsteinen. Das ist vielleicht noch schöner. Einfach als... Zack, zack, zack. So, dann packen wir hier mal wieder was rein. Das wir gerade nicht so brauchen, damit wir hier wieder ein bisschen was aufnehmen können. Probieren wir es mal damit, weil diesen Lehmstein, den finde ich halt extrem gut. Das sieht total toll aus, ist nur leider sehr schwer zu bekommen. Okay, na dann. Wupp und wupp. Joa. Ich glaube, so lasse ich's. So gefällt's. Und Kuchen. So. Ja, ist doch schon mal ein ganz solides Dach. Hauen wir den hier mal ab. Und hier werden wir denn... damit die Hühnchen immer genug... ja, damit die immer genug sehen können, genug Licht kriegen, machen wir hier dann quasi ein stinknormales Gitter hin. Das Wasser wird da trotzdem drunter durchfließen und die Hühner werden hier nicht rauskommen. Allerdings möchte ich natürlich, dass sie es zumindest kurz bevor sie zerpresst werden, so schön haben wie möglich. So. Dann machen wir nochmal ein paar Zäune. Holz haben wir ja eigentlich gerade genug dabei. So, zack und zack. Mit 36 kriegt man ein paar zumindest zusammen. Ah, hier genau noch eine Fuhre wird's noch. So, 12 Zäune. Absolut genug. Nicht für den gesamten Bau, aber immerhin. Und ich habe euch doch gesagt, dass ich das Ganze in die Architektur eingliedern wird, unserer Farm. Ich glaube, der Treppe sieht noch ein bisschen komisch aus. Werden wir wahrscheinlich doch nochmal ändern. Aber an sich? Probieren wir es mal aus. Hehe. Ich glaube, das wird sehr geil funktionieren. Übrigens, dieses Delay kommt nicht irgendwie durch einen Repeater oder sowas, glaube ich. Das habe ich. Oder habe ich doch nicht? Ich habe einen Repeater da oben eingebaut, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Kann sein, dass da oben auch ein Repeater drin ist. Da, ah doch, da ist einer, dass ich den ein bisschen eingestellt habe. Aber ist, denke ich, nicht unbedingt notwendig. So, also wir brauchen auf jeden Fall Lehm. Das ist klar, damit wir mehr Bricks machen können. Aber wir können uns ja erstmal jetzt um diese Redstone-Schaltung kümmern. Hier landet letztendlich das Huhn in Form Fleisch. Und dann brauchen wir hier auf jeden Fall natürlich erstmal natürlich hier einen ausgemauerten, schönen, hygienisch reinen Ort. Was wird denn hier so angetrieben? Das Wasser hält hier an. Und hier kann man dann hochgehen. Ich denke, für so wenig Weg werden wir nicht extra noch einen Pisten bauen oder so, der es hochhebt. Das lassen wir einfach so. Das ist nicht Faulheit, sondern, finde ich, sieht auch ganz gut aus. So. Dann werden wir hier nämlich noch vielleicht mit denen, das könnte ja auch ganz fein wirken. Vielleicht so und dann so. Und dann eventuell nochmal irgendwie so eine Treppe oder so darauf. Dann haben wir nämlich... Haben wir noch genug für eine Treppe? Nee, ne? Gerade nicht. Aber ich mache es einfach mal behelfsweise mit Holz. Das könnte dann ganz gut aussehen hier. Hier machen wir mal Fackeln ran. Dann bräuchten wir eigentlich hier sozusagen an den Rändern den Button zum Auslösen.
Dummerweise muss man dann natürlich zugucken, wie die Hühner sterben. Aber hey, ich meine, vor der Verantwortung braucht man sich gar nicht zu drücken. Immerhin ist man ja auch ein Hühnerkiller. Wenn man denn die Maschine benutzt. So, dann machen wir das nämlich so, dass man hier nämlich runtergeht. Und dann mit einem Druck auf so eine Platte dann letztendlich hier das Schicksal der Hühnchen besiegelt. Das verblenden wir am besten auch mal. Obwohl, dann kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr runter. Wir könnten da oben einen ranlegen. Dann ist das ein bisschen schöner verdeckt alles. Gib mir doch mal die Hälfte bitte raus. Genau, und da rein, so. Mehr Cleanstone haben wir gerade. Obwohl, doch, hier haben wir ja noch welchen. Brauchen wir gar nicht so viel zu warten. Dann mache ich noch welche. Zack und zack. Und zack. Und den letzten hier, den... Tja, was machen wir mit dem? Den lassen wir da erstmal liegen. Und dann hauen wir hier noch einen ran. So. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Eigentlich könnten wir hier dann auch so machen. Da muss ich extra nochmal anderes Mauerwerk ans Werk sozusagen. Warum kriegen wir diese Treppe gerade nicht aufgenommen? Ach so, okay. Ja, dann verzichten wir mal ganz kurz auf den Button. So. Und machen hier dann noch so einen rauf. Ich will das bewusst nicht zu weit nach vorne ziehen. Also im Zweifel jetzt einfach so lassen. Und hier dann so eine Art, diesen Button da eben ranhauen. Ich werde mal ganz kurz irgendwas aus dem Inventar mal weglegen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt nicht die Bricks. Wir brauchen auch bestimmt keinen Flintstone. Die Slabs können wir auf die Slabs packen und die behalten wir mal zurück. So, den Apfel brauchen wir bestimmt auch gerade nicht. Den Schneeball sowieso nicht. Die können wir auch wegpacken. Brot ist immer wichtig, aber ein 64er Stack können wir auch mal zurücklegen und das Hühnchen werden wir phrasen. So. Dann haben wir hoffentlich jetzt auch genug Platz für den Button, genau. Den können wir dann nämlich hier da zum Beispiel ranmachen. Und dann kann man da zugucken, wie es passiert. Komfortabler wäre es allerdings, wenn wir den Button dort ranpacken. Okay. Weil da ist nämlich auch schon die Schaltung. Ah, das kann man natürlich jetzt verwerten. Ich mach dann mal vielleicht die Fackel da hoch. Weil dann kann der Button nämlich hier ran. Dann müssen wir mal abchecken, wie das jetzt funktioniert mit der Energie, die wir da durchgeben. Ich lerne das irgendwie nie. Aber wir können jetzt irgendwie eine Redstone-Fackel aktivieren. Zum Beispiel so, dass wir die hier hinten ranhängen. Nee, ich glaube, es ist eine höher. Eher diese. Ach, verdammt. Na, so ein doofer Mist, ja. So ein doofer Mist. So. Also, daran. Ja. Genau, so funktioniert's. Wenn wir jetzt hier eine Fackel ranhängen. Ja, nicht so eine, sondern... Ah. Wie kriegen wir dieses Signal da jetzt ordentlich runter? Wird schon gelingen. Wahrscheinlich werden wir nicht den besten Weg gehen. Das tue ich bei Redstone eigentlich selten. So, ich mach mal so. Und... Ja, irgendwas mit Redstone wird es zu tun haben. Ich finde den Song so gut. So. Ah ja, alles klar. Und hier könnte der Redstone diese Fackel powern. Ah, so geht's noch nicht, okay. Aber er könnte vielleicht so. Nee. Ah, vielleicht könnte er... Fackel jetzt powern. Ja, so könnte es klappen. Ja, und mit so einer Fackel kommen wir auch runter. Ich zeige euch, was ich meine.
Haben wir da eine Fackel drauf. Wenn ich jetzt nämlich hier eine Fackel hinlege, dann ist die genau invertiert von der dort. Und diese Fackel hier, das haben wir offen am besten, ist nochmal eine Invertierung von der, die da oben war. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen verkackt. So, zack und zack. Die Fackel ist jetzt quasi das Gegenteil von der. So, ja, tja, und jetzt hier irgendwie so mit rotem Stein. Jetzt ist hier alles schon gepresst, das heißt, wir müssen es eigentlich nochmal invertieren. Aha. Aber so weit, so gut ist es ja eigentlich. Oh shit, da wird's wieder dunkel. Wir müssen ganz schnell rüber zu... zu unserer Mühle. Renn, Forest! Renn! Am besten machen wir Licht an hier. So. Und zack. Lecker. So. Dann schauen wir mal, ob das erstmal prinzipiell so funktioniert. Nein. Wenn ich da jetzt rauf drücke. Ah, es kann natürlich sein, dass ich da unten noch eine Fackel zu liegen gehabt hatte. Irgendeine Fackel ist gerade immer aktiv. Okay, ich mach das hier mal weg. Okay, das gilt nur für den. Ach, wir kommen hier quasi nicht lang. Verstehe. Okay, aber wenn ich da jetzt die Fackel nochmal hinhaue... Und so. Und jetzt die Fackel weghaue. Dann ist immer noch nicht dunkel. Diese Fackel muss das jetzt triggern. Das ist jetzt wichtig. Problematisch ist, glaube ich, gerade... Wenn ich die wegnehme. Ah ja, okay. Jetzt können wir das hier alles triggern. Aber das geht erstmal nicht. Okay. Ja. Überfragt. Ich würde mal sagen, wir müssen hier jetzt irgendwie so eine Fackel irgendwie machen. Ah, jetzt ist die wieder an. Das ist das Problem. Diese Fackel hier, dieser Redstone gibt gerade immer Energie. Dabei wollen wir das gerade eigentlich gar nicht. Wir brauchen nämlich... Eigentlich... Was brauchen wir eigentlich? Tja, gute Frage, Bernhard. Du und der Redstone, Junge. Keine Ahnung hat der Kerl. Wo ist denn die Schaufel? Da. So. Wir haben so ein bisschen Platz, dass wir uns ein bisschen besser bewegen können. Was genau brauchen wir denn? Eher sowas, ne? Wenn wir jetzt hier eine Fackel hinhauen. Das kann funktioniert haben. Die sind alle gerade gepresst. Okay. Ich hau mal jetzt kurz hier so einen Snack weg. Oke und dann noch ein bisschen Brot. Doppeloke und die Schneebälle können wir auch mal weghauen. So, jetzt klappt das erstmal. Wenn ich jetzt also Folgendes tue, den Schalter hier zu drücken, dann wird hoffentlich die Fackel kurz aufleuchten. Okay, das heißt, was also hier unten passiert ist, diese Fackel da oben leuchtet kurz auf, diese geht... Also, das ist ja jetzt schon komisch, ne? So, was wäre, wenn ich jetzt die wegnehme? Nix. Okay, es muss also eher so eine Fackel sein. Ich bin so ein richtiger Redstone-Noob.
Na, aber das geht da unten, irgendwie kommt das da unten nicht an. Das geht aus, dann geht doch die da unten an. Die müsste jetzt an sein. Ah. Le Problem e detektiert. Die ist aus, die ist auch aus. Das darf nicht sein. Hier ist etwas faul. Warum ist diese Fackel nicht aus? Wenn die dort oben aus... Ah ne, die muss ja an sein. Okay. Die ist an. Und die hier? Warum ist die auch an? Ne, ach so, ist ja alles in Ordnung. So, warte, die, nee, die Fackel brennt nicht. Dann muss die aber brennen. Na, aber... einen Moment mal. War das die Schaltung? Ach, die Schaltung, das war doch die Schaltung von unten nach oben. Ach, das ist ja viel komplizierter. Wir müssen ja jetzt von oben nach unten. Ach so. Problem erkannt und Problem relativ leicht wahrscheinlich zu lösen. Ah, Fehler natürlich jetzt entdeckt jetzt hier. Jetzt ist natürlich gar nicht so schwer. So. So geht doch alles, ohne weiteres. Dann machen wir hier einfach so einen Weg nach unten. Okay, also ich mache mal jetzt hier so eine manuelle. Das ist quasi der Normalmodus. Da seht ihr das, hier wird scheinbar einer nicht ganz hochgezogen. Da hat scheinbar... Ah, das ist wahrscheinlich einer der Probleme, warum ich da oben auch einen Repeater eingebaut habe. Es gibt nämlich manchmal so die Momente, wo die Sachen aneinander hängen bleiben. Da müssen wir so ein ganz kleines Verzögerungsglied einbauen, dann klappt das auch wieder. So. Genau. Jetzt hat er das nämlich auch hochgezogen und jetzt machen wir es mal wieder von der Hand, also Schalter. Ah ne, war doch gar nicht notwendig, das habe ich mich verguckt. Es hat alles gut funktioniert, den nehmen wir wieder raus. So ein Quatsch aber auch. So. Alles funktioniert. Jetzt kommen hier also quasi die Hühnchen an. Das Ding müsste jetzt eigentlich oben sein. Weiß der Geier, warum es das nicht ist. Wir müssen gucken. Wahrscheinlich habe ich den Invertierer da unten kaputt gemacht. Ja, natürlich habe ich ihn kaputt gemacht, denn ich benutze ja jetzt hier gerade das Redstone quasi komplett. Ist die Frage, ob ich jetzt hier... Ah ja, es geht. Wenn ich nämlich dieses Redstone... deaktiviere ich das hier an, dann geht das hoch. Okay, so ist gut. So wollte ich es haben. So passt es perfekt. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier so eine Fläche, wo Wasser reinkommt. Genau, machen wir so. Ah ja, es geht jetzt natürlich nicht, weil wir haben jetzt hier gerade keine Fackel dran. Ja, so ähnlich. So ähnlich. Noch nicht ganz, ne? Scheinbar ist jetzt gerade dieser Invertierer hier so ein kleines Problem, weil die Dinger sind immer aktiviert hier. Wir müssen jetzt ganz genau aufpassen, dass alles hier schön funktioniert. Ich möchte die Hühner gleich korrekt grillen, sobald es geht. So, wenn wir jetzt... So wie es jetzt ist quasi, nämlich im angemachten Zustand. Das scheint hier immer angemachter Zustand zu sein. So müsstet ihr eigentlich aus sein. Was ist gerade das Problem? Unten hier ist... Ah ne, alles ist ausgefahren. Okay, das heißt, wir brauchen einfach nur einen weiteren Invertierer sozusagen für diese Signale hier. Das heißt eigentlich quasi, wenn ich das jetzt mal so raten darf, so ganz sicher bin ich mir dann nicht, aber ich rate einfach mal folgenden Fall. Dass wenn jetzt hier das Signal weg ist, nee, das Signal wird ja immer an sein, dass das so nicht funktioniert. Nee, so auch nicht. Ah, wie ich es einfach mal nicht checke.